Wir sind hier heute am Demonstrieren, wir Landwirte. Haben Sie eine Ahnung wofür und wie finden Sie das? Ja, eigentlich finde ich es gut. Sie finden es gut? Ja, natürlich. Die Landwirte wollen ja auch überleben. Grundsätzlich fehlt ein bisschen das Hintergrundwissen. Das heißt, wir sind eigentlich nur zufällig hier und nicht gezielt wegen der Demonstration gekommen. Aber ja, das gibt natürlich auch Aussagen, wie zum Beispiel auf dem Schild bei dem Trecker von wegen Mobilfunk tötet Insekten, wo dann schon eher fragwürdig sind. Es gibt genug Studien in dem Bereich, die relativ eindeutig sind, dass es eben nicht der Fall ist. Okay. Und da sind dann, wenn der Punkt schon negativ ist und ich die anderen Punkte nicht einschätzen kann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen auch absolut korrekt sind? Die haben mich erstmal beeindruckt, die ganzen Maschinchen hier. Ne? Aber man muss auch den Bauern verstehen, ich meine, ich bin auch für artgerechte Haltung, auch für artgerechte Feldbetreibung, jetzt allgemein ausgedrückt. Ne? Mhm. Es muss ein Mittelmaß geben, aber jetzt konkret verbieten. Die Bevölkerung wächst ja, weil wir ja auch viel Zuwanderung haben und dergleichen. Ne? Aber so wie liebe Frau Klöckner das Sätze veranstaltet, bin ich nicht einverstanden. Ja? Ich meine, sie kommt aus der Landwirtschaft, zumindest ihr Umfeld kommt aus der Landwirtschaft. Ja. Und es muss mit einem Augenmaß gemacht werden und vor allen Dingen muss auch mit den Fachleuten darüber gesprochen werden. Ich finde es gut, dass ihr euch bemerkbar macht, dass eure Probleme darlegt und dass die Stadt lahmgelegt wird. Finde ich auch nicht schlecht, weil nur so findet man Aufmerksamkeit. Ich glaube, das, was angesprochen wird, das Klientel, das hat gar keinen Bodenkontakt mehr. Und Boden ist ja ihre Grundlage. Also da muss die Verbindung irgendwie einfach mal vom Sockel reißen, damit man mit der Nase mal Erde riecht. Danke. Schöne Worte. Ich finde es sehr gut und ich würde das sozusagen auch unterstützen, weil ich ganz genauso der Meinung bin, dass die Produktschöpfung in unserem Land beim Bauern nicht ausreichend wertgeschätzt wird. Und ich kritisiere genauso den Import von Nahrungsmitteln aus dem Ausland, die wahnsinnige Strecken und Energien hinter sich bringen und aufwenden, um uns irgendwie Obst und Gemüse zu bringen, was wir eigentlich auch saisonbedingt hier bei uns entsprechend anbauen könnten. Es ist hochinteressant. Ja? Wir sind jetzt 3 Tage in der Stadt. Wir haben es heute Morgen im Fernsehen schon mal gesehen, haben wir den Beitrag von der Julia Klöckner. Okay. Und ich denke, was er gesagt hat, wie die Landwirtschaft wieder durchatmen müssen für das Ganze. Sie steht über den Landwirten, sie hat eine andere Etage. Und ich glaube, sie nimmt die Landwirtschaft nicht so wahr, wie man sie wahrnehmen müsste eigentlich. Und die Landwirtschaft hat natürlich große Probleme, über Jahrzehnte gewachsen das Ganze. Eine total verfehlte Landwirtschaftspolitik eigentlich. Es ging immer nur um Wachsen oder Weichen in der Landwirtschaft. Und heute seid ihr so groß, dass ihr eigentlich nur noch selbst weichen könnt. Ihr Wachstum ist sicherlich begrenzt, vielleicht noch Konzerne, was möglich wäre, oder halt Verstaatlichung. Ehemalige DDR-Kolchose, das wäre der nächste Schritt bei dieser Politik, die heute hier gemacht wird. Aber das wäre schade für die Landwirtschaft. Wir sind aus der Stadt, wir brauchen gute und billige, also bezahlbare und gute Lebensmittel so rum. Und deswegen sind wir hier, um euch zu unterstützen. Uns stört das überhaupt nicht. Wir demonstrieren auch zum Beispiel gegen steigende Mieten und so und das ist in Berlin okay. Die Agrarpolitik wird im Moment gemacht von den Politikern, von Frau Klöckner und so weiter, vom Landwirtschaftsministerium, ohne mit den Landwirten zu sprechen. Und die Fachlichkeit und die Sachlichkeit in der Diskussion wird leider überhaupt nicht mehr mit einbezogen. Und deswegen machen wir jetzt Musik und sind laut, damit mit uns gesprochen wird, damit wir zusammen vernünftige an faktenbezogene Politik machen können und auch vernünftige Bedingungen auf unseren Höfen kriegen, weil es ist ernst, deswegen sind so viele Leute hier aus dem Berufsstand, weil viele Höfe existenziell bedroht sind, also nicht mehr überleben können. Ja. Wir wünschen viel Erfolg.